Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist 6.08 Uhr und ja, herzlich willkommen. So sehe ich aus um 6.08 Uhr. Und heute ist mein erster Schultag in der 11. Klasse an einem deutschen Gymnasium. Also, ich war ja davor auch schon in der Schule, aber ich war ja das ganze letzte Jahr nicht da. Und ich dachte mir, wow, wieso zeige ich mich so im Internet? Ich dachte mir, ich könnte so ein Get Ready With Me machen und ja, euch das mal so zeigen. Aber gerade kann ich nicht mal denken, weil ich auf irgendwelchen anderen Ebenen schwebe. Ich hatte so den krassen Traum einfach nur. Ich habe irgendwie so von so einer Freundin aus Amerika so geträumt, was ich noch nie hatte. Und irgendwie waren wir in so einem krassen Flugzeug und das war echt heftig. Ah, jetzt muss ich erstmal aufstehen. Oh Mann. Das ist echt tragisch, nach 6 Wochen um 9 Uhr aufstehen oder 10 Uhr oder 11 Uhr. Ich fühle mich wie ein Zombie. Jetzt erstmal Licht an. Yay. Und es ist einfach noch richtig dunkel draußen. Gebt euch das mal. Das sieht echt nicht gut aus. Und es sieht auch so kalt aus. Das ist echt gefährlich. Ich schaue so mein Bett an und ich will einfach nur mich zurücklegen. Und es ist echt richtig kacke kalt hier, weil wir die Heizung hatte hier noch nicht anmachen. Was soll ich in die Schule machen? Noch mehr Toast. Es ist jetzt 6.30 Uhr schon. Das heißt, ich habe noch mal 40 Minuten oder so. Ich schmier mir jetzt mein Pausenbrot mit so Lupinenaufstrich und Basilikum. Das ist jetzt mein fertiges Brot, das ich in die Schule mitnehmen werde. Als Sandwich. Ich nehme noch ein paar Erdbeeren mit als Obst. Und ich koche auch gerade hier Wasser auf. Und mache mir so eine Tassenmahlzeit. Also die tue ich in der Brotzeitbox, weil es mein Mittagessen ist. Weil ich war heute mit einer Freundin nach München und nehme deswegen mein Mittagessen gleich mit. Sieht irgendwie ziemlich eklig aus. So Leute, ich habe mich gerade angezogen. Und ich zeige euch das auch später. Gleich nochmal, aber ich muss mich jetzt fertig machen. Erstmal meine Haare kämmen. Ich schmink mich, glaube ich. Und ich mache mir, glaube ich, Locken. Ich meine, heute ist der erste Schultag, da kann man mal so ein bisschen motivierter sein. Ich weiß euch, in 3 Tagen gehe ich schon wieder so ungeschminkt in Jogginghose in die Schule. Ich benutze hier erstmal so ein Öl Magique Doppelelixier und sprühe das so in meine Haare an und mache mir jetzt hier nur so einen geilen Zopf und fange jetzt mal hinten an. Und ich schüttle die gleich nochmal durch, aber so sehen wir es aus. Und ich schmink mich noch kurz und muss dann auch schon gleich los, denn es ist schon 7.08 Uhr und meine Schule beginnt um 7.40 Uhr, beziehungsweise um 7.30 Uhr müssen wir da sein.
Ja, Props an Gymnasium Scharmbeck ist richtig unnötig. Aber mein Gott, ich schmink's kurz aus und muss abkühlen lassen. Und schmink mich jetzt noch kurz. Ich schmink mein Gesicht an sich nicht so gerne mit Make-up, weil halt wegen meiner Haut, weil dafür wird meine Haut immer noch schlechter. Und deswegen mache ich das nicht. Und jetzt habe ich so eine Too Faced Palette und mache mir so leichtes Augen-Make-up. Halt so erstmal hell, dann ein bisschen braun und dann noch so gold. In 5 Minuten müssen wir los. Okay, ja, ich beeil mich. Und ich benutze noch von MAC so einen braunen Eyeliner. Also mache mir einfach so einen normalen Lidstrich. Warte, ich kann es gerade irgendwie nicht gut filmen. Ich weiß nicht, ob das ich bin, aber die sehen endunterschiedlich aus. Und das ist mir gerade sowas von egal. Weil ich nicht zu spät zum ersten Schultag kommen will. Shit. Und ich tue dann noch hier so Mascara drauf. Also, so sehe ich dann jetzt aus. Mein Make-up ist, wie gesagt, nicht besonders spektakulär. Und meine Haare sind ja durchgewuschelt. Und ich nehme jetzt noch meine Sachen und gehe dann los. Und ich kann nicht so wie früher in der Schule vloggen, weil das darf ich an meiner Schule nicht. Datenschutz. Oh, da seht ihr mich im Spiegel. Ich zeige euch nochmal kurz mein Outfit. So sieht das jetzt aus. Ich habe noch so eine Kette, die ich aus Cayman Island habe dabei. Und diese Hose. Und ich ziehe noch schnell meinen Mantel an, dann zeige ich das auch nochmal. Und so sieht es jetzt angezogen aus. Und ich habe meine Stiefel an. Sind von H&M. Und ich mache mich jetzt auf den Weg. Meine Mutter rastet gleich richtig aus, weil ich nicht zu spät bin. So Leute, das war es jetzt auch schon für diesen kleinen Vlog. Beziehungsweise einfach Einblick in meinen Alltag. Und ich weiß, dieses Video war nicht sehr motiviert oder richtig happy oder so voll wie so Musik, boom, boom, so wie normalerweise. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die meisten von uns so um 6 Uhr morgens so eher ausschauen, anstatt jetzt so, weil bei mir ist es jetzt 22 Uhr abends und ich bin erst vor 2 Stunden heimgekommen, weil ich eben Schule hatte. Dann war ich noch in München, ein paar Sachen shooten und so Sachen organisieren und kaufen für die nächste Zeit. Denn das ist nicht mein einziges Back-to-School-Video. Ich weiß, ich bin an sich ein bisschen spät dran, aber bei mir hat die Schule, wie gesagt, erst heute begonnen. Und in anderen Bundesländern ist es ja ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall wird da eben noch mehr kommen. Und danach war ich noch im Fitness und bin dann erst um 8 heimgekommen. Und der erste Tag, ich schwör's euch, es war richtig, richtig anstrengend. Aber auf eine gute Art und Weise ist es so, ich habe so gemerkt, so wow, jetzt beginnt die Realität wieder. Aber ja, es ist auch mal wieder nice, so einen strukturierten Alltag zu haben. Ich tue jetzt gerade eben hier hinten, also sieht man nicht so wirklich, aber noch ein paar Videos schneiden, E-Mails checken, so organisatorisches bla. Und freut euch auf jeden Fall. Ich poste auch noch Urlaubsvideo, aber wie gesagt, ich will es so ein bisschen verteilt machen, dass es nicht alles so geballt ist. Und es kommt noch auch ein anderes Video zum Thema so Abitur und wie ich das jetzt alles mache mit Nachlernen, weil ich war ja die ganze 10. Klasse nicht da. Und ich bin jetzt direkt in der 11. Klasse. Und schreibt mir doch mal, wie ihr dieses Video fandet. Also auch, dass es eher so ruhiger vielleicht war und ohne Musik und so. Ich würde mich über Feedback da entfreuen. Und folgt mir auch auf jeden Fall auf Instagram und auf Snapchat, damit ihr so meinen Alltag vielleicht ein bisschen mehr mitkriegt, wenn ihr da Bock drauf habt. Und jetzt werde ich aufhören zu labern und dieses Video beenden und dann auch noch zu Ende das alles machen und dann irgendwann schlafen gehen. Gute Nacht oder guten Tag oder guten Morgen oder was auch immer. Und tschüssi. Und falls ihr euch fragt, ich habe mir da gerade so EOS drauf getan.